Herzlich willkommen und moin zu einer weiteren Folge von Gothic. Wir haben uns letztes Mal hoch verdreht. Wir haben uns letztes Mal das alte Lager angesehen. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich habe schon so lange nicht mehr. Ja, und haben versucht, den da hinten ein bisschen auszunocken, aber wir waren ja eindeutig zu schwach. So, das neue Lager ist im Prinzip fertig erkundet. Wir könnten auch da hinten zu diesem komischen Lurker gehen. Da hatten wir noch einen Auftrag bekommen. Denn in der Auftragsliste... Lurker am Damm, genau. Der Lurker muss seinen Ruheplatz irgendwo auf der abgelegenen Seite des Stausees haben. Und das machen wir noch nicht. Der Lurker ist ein bisschen schwierig. Stattdessen werden wir versuchen... Verzeihung. Hier reinzugehen. In die örtliche Taverne. Aber da haben uns die Rausschmeißer ja auch schon Bescheid gegeben, dass wir doch bitte zumindest Schürfer sein müssen. Oder sie bestechen müssen. So, deswegen gehen wir einfach mal in Richtung... Mine. Wer ist das? Cord. Ja. Hallo. Komm mal rüber. Ich will besser werden. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Ich kriege gleich eine Keule ins Gesicht. Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Was? Moment mal, da steht aber 50 Erz. Und zwei Level höher bin ich noch nicht. Wie viel haben wir denn? B. Wir haben keine Lernpunkte. Nee, dann müssen wir erstmal weitergehen. Ich habe auch schon so lange nicht mehr aufgenommen. Ich werde mal gucken. Ja, Entschuldigung. Wer lacht denn da? Habe ich eigentlich schon mal gespeichert. Heute nehmen wir mal die Nummer 6. Heute ist die Nummer 6 dran. Hallo? Das klappt ja super. Also, ich muss sagen, gegen die Scavenger habe ich schon keine Angst mehr. Nee, hatte ich vorher auch nicht. Aber das läuft ja ganz Butter. Wie Butter läuft das hier? Im Kochtopf. Ah ja, Schleichen haben wir auch schon gelernt. Und diesen Hüftsprung, wollte ich schon sagen. Hechtsprung. Schleichen mit A, ne? Genau. Da geht er in die Arsch, die Kackstellung. Egal. Wir gehen erstmal zur Mine. Zur Hermine. Es gibt nämlich eine Frau-Mine und es gibt eine Hermine. Oder tut er nicht zur Sache? Irgendwer labert da immer. Ist hier was Besonderes? Nö. Gut. Speichern kann man ja gar nicht oft genug machen. Deswegen, nö, immer fleißig speichern kann ich auch nur jedem empfehlen, der hier mitmacht. Also, der das auch spielt. Das ist ein Molerad, das müssten wir eigentlich fertig kriegen können. Aua! Da hat er mich einfach ins Knie gepiekst. Sag mal, dürfen die denn das? Ey, wo bipsch noch einmal? So, gehen wir gleich zur nächsten Kartoffelkapier. Bin da. Ja gut. Hier gab es aber auch noch schwierigere Gegner. Mal gucken. Oh. Genau die habe ich gemeint. Speichern. So. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich die Aufnahme machen werde. Aber ein Stückchen lang wohl noch. Okay, der frisst da. Das finde ich auch gut an Gothic. War einer der ersten Spiele, die überhaupt erst solche... Bin ich überhaupt fähig genug, dem zu besiegen? Ich hau einfach hier mal kräftig auf die Tasten in der Hoffnung, aua, dass nicht ich, sondern er bald tot ist. La 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 la. Ich weiß, das ist immer dasselbe, was ich mache, aber wirkungsvoll. Schade, der hat nichts für mich. Dieses Fälle lernen, das hätte ich auch mal machen müssen. Vielleicht beim nächsten Mal, oder vielleicht lasse ich es auch, weil... es bringt eigentlich relativ wenig und wir müssen auf jeden Fall erstmal stärker und unsere Waffe besser. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger. Nö. Sonst bekommst du Wild. Schicke Rüstung, Kollege. Ich will in die Mine. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okel. Eine neue Stimme, was? Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Guck mal, da sehe ich nur die Hacken, die da hacken. Geisterhacken. Ich glaube, hier kämpfen nur Geister.
Ich gehe dann mal. Ja, ne? Ich hoffe, wir verstehen uns. Aber hallo. So. Muss jetzt auch wieder speichern und ein bisschen plündern gehen. Mal gucken. Komme ich hier denn rein? Hey, du! Verschwinde hier! Kluges Kerlchen. Lass mich mal vorbei. Lass mich mal vorbei. So, jetzt, ne? Psst, ganz ruhig. Ja, leise. Speichern. Auf der 7. Hab ich irgendwie auf der 6 gespeichert? Mist. Rechts, rechts, links, links. Schmiedehammer. Und eine Traube. Warte mal, was hatte ich gesagt? Rechts, rechts, links, links. Das machen wir nochmal. Wird auch gelacht. Ich weiß, es ist ein bisschen gecheatet, weil wir jetzt die Dings nicht verbraucht haben. Aber hat keiner gesehen. So, wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Wir sprechen erstmal da hinten mit den Schürfern. Ja. Sag mal, wir können hier natürlich auch reingehen. Sieht keiner, was war das denn, wenn es fertig ist? Was war das denn, wenn es fertig ist? Oh. Schirm gedreht. Idiot. Wird nichts gesehen. Finden noch so eine Jedi-Handbewegung? Mist, hier ist keine Kiste drin. Schürfer, Schürfer. Hey, du! Ja? Du lernst schnell! Ja. Ach, hier guckt keiner. Kann ich auch nochmal speichern? Wenn hier keiner guckt, dann kann ich ja mal eben... Ne? Rechts. Mist. Rechts, rechts, links. Links. Was ist das? Rezepturenband 1. Hat die auch dieselbe Kombination? Rechts. Fast dieselbe Kombination. Schinken. Scheint so ein kleines Lager zu sein. Was sind denn das für Rezepturen? War das nicht der zweite Teil, wo man die Bücher sogar lesen musste? Das Balsam des Sehens. Dazu wird ihm Galle auf die Augen gestrichen. Galle ist bitter im Geschmack. Wird dieses Bittere auf das Auge genommen, das heißt, schauen wir das Bittere an, so erwächst es daraus Weisheit, hä? Wir werden sehend. Bitterkeit und Weisheit schließen einander aus. Sie sind Gegenpole. Tränen, Leid und Enttäuschung sind bitter, die Weisheit aber ist die Trösterin in jedem seelischen Schmerz. Bitterkeit und Weisheit bilden eine Alternative. Wo Bitterkeit, da fehlt die Weisheit. Und wo Weisheit, da gibt es keine Bitterkeit. Ja, sehr aufschlussreich. Ich werde jetzt aber nicht jedes Buch immer durchlesen. Mir war nur gerade so. Deswegen habe ich mir gedacht, hier komm, machst du mal eine literarische Runde? Speichern? Man kann hier von Leitern übrigens auch wunderbar herunterfallen und sterben. Deswegen am besten immer vor jeder Leiter einmal umsetzen. Speichern. Und bevor man oben angekommen ist, die Steuerung nicht hoch. Loslassen. Den zweiten Knüpp. Die wollen alle nicht mit mir reden, bis auf eine. Der steht hier. Hey du, was ist los? Hi. Hi. Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Tatsächlich? Stimmt vielleicht. Einen schönen Knüppel. Wieso? Wunderbar, frag mich. Ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Wie, was, wo? Woran hast du dabei gedacht? Was brauchst du denn? Wie wär's mit einem guten Schwert, einer starken Rüstung oder dem Zugang zur Mine? Ach was, das ist doch alles noch viel zu schlapp. Ich hab dir was anzubieten, da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Das Einzige, was du tun musst, um sie zu bekommen, ist mir einen kleinen Gefallen zu erweisen. Und okay. Sie gehört dir. Was sagst du? Ja, klar. Was müsste ich denn dafür tun? Ganz einfach. Bring mir 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Und wir kommen ins Geschäft.
Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, wirklich jeden Gegner machst du damit platt. Das klingt ja schon wie eine Falle, aber ich gehe mal darauf ein. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Aber beeil dich. Klar. Vergiss es nicht. 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Scheiben Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Klar? Klar. Was habe ich denn? Bier und Reisschnaps habe ich. Brot, Käse, Trauben habe ich. 5 Äpfel, da fehlen mir noch 2. 2 Äpfel fehlen mir noch. Sonst habe ich alles. Bis auf 2 Äpfel. Komm ich hier rein? Hey du! Ach, da hast du noch mal Glück gehabt. Hey du! Raus hier! Ach, da hast du noch mal Glück gehabt. Ich will mal was probieren. Kann ich den besiegen? Kann ich da mal vorbei? Sieht nicht so aus. Einmal und du bist tot. Nö, dann lade ich lieber noch mal. Bin ich denn da hin? So. Kann ich da mal... Ja, wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Da hat man noch nicht so viele Möglichkeiten. Was ist hier los? Wer ist das da? Hallo? Bandit. Du machst dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Hey, du! Verzeih... Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Oh, polieren ist auch immer schön. Hey, du! Was denn? Hey, du! Hey! Hey! Hey, du! Aber hier ist keine Kiste drin, verdammt. Na gut, gehe ich wieder runter. Ich sagte, ich gehe runter, nicht ich falle runter. Ups, ich bin ja gar nicht mal so gesund. Wieso? Wo habe ich mich denn verletzt? Bestimmt beim Wolf. Wolfenstein. Dann essen wir doch mal einen Schluck. Ein Stück. Wir essen mal einen Schluck gebratenes Fleisch. So. Und dann gehen wir mal zu diesen erstarrten Figuren da drüben. Ja, das neue Lager muss natürlich auch ausgekostet werden. Und wenn man hier irgendwo reinkrabbeln kann, warum nicht? Hier zum Beispiel. Was war das denn, wenn es fertig ist? Was war das denn, wenn es fertig ist? Wer denn? Hey du, was schleichst du da rum? Hey du! Raus hier! Die hey, richtige du, Entscheidung. Verschwinde, bevor hey du! Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Stehen. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Okel. Ich hab das Kommando über den Kessel. Und ich sehe mich nur mal um. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Ich wollte mir nur mal in die Mine angucken. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Ohne Sternschnuppe. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Krieg ich die Erlaubnis? Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Weil jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Schön voll geblatt. Drehst du dich wieder um? Nö. Okay. Steht er da? Ich will in diese Tür hier. Hier will ich mal rein. Aber der guckt mir ständig hinterher. Schade. Hui. Hey, du. War der nun noch? Ach, da hast du noch mal Glück gehabt. Der sieht auch gut aus. Die gucken mich ja alle an. Bin ich so verdächtig? Hat keiner gesehen. Psst. Ups. Speichern. Wir schaffen das schon. Rechts. Hallo. Auf. Ich dachte, okay. Die hatte kein Schloss. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, rechts. Ohne Traube. Man findet eigentlich fast alles hier, bis auf die Äpfel, glaube ich. Deswegen wollte ich in die anderen Häuser ja auch nochmal rein. Was war das denn? Er hat nichts gesehen.
rechts, Mist. Links, Mist. Links, links, rechts, Mist. Oh. Ich war zu leichtsinnig. So, hier war nichts drin. Rechts, rechts, links. Ne, rechts, rechts, rechts. Eine Traube, okay. Was war jetzt im anderen? Rechts, ich kann mir das mal so schlecht merken. Oh, links, Mist. Ach. Links, links. Der eine war rechts, rechts, der andere war links, links. Mein Gott. Also nochmal. Rechts, rechts, rechts. Ich finde ja gut, dass das immer gleich bleibt. Ich weiß gar nicht, ob das in der Gothic-Reihe auch passiert, aber so nach und nach. Also es gibt auch Spiele, wo die dann zufallsbasiert sind. Das sind richtig fiese. Links, links, rechts. Mist. Links, links, rechts, rechts. Ich wollte es mal ohne Speichern versuchen. Und da ist nicht mal was drin. Klasse. Aber für nichts gebe ich doch nicht meinen Dietrich her. Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid. Rechts, rechts, rechts. Und dann ist das ja auch fertig. So, jetzt haben wir es aber. Okay. Wah. Da war ich schon drin. Genau. Und da oben war ich nicht. Also hier hinten. Hier ist auch noch ein Söldner. Genau, das wäre der andere Weg gewesen. So, dann gehen wir mal runter. Ups. So. Ganz leise. Keine Kiste. Hey, du! Was denn? Was hast du da drinnen getrieben? Schweini. Hals Schweini. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Ich will auch mitmachen. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Ja, 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 ja. Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das heißt, waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Großen Haufen. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Schön großen Haufen. Nein. Nein. Natürlich nicht. Warum immer ich? Gut. Pass auf. Du nimmst jetzt diese Klamotten und ziehst sie dir an. Hier. Okay. Wenn dir ein Erzbrocken auf den Fuß fällt und du keine Schutzkleidung trägst, bist du ein Krüppel und nur noch die Hälfte für uns wert. Du hast auch keine Schutzkleidung. Die Spitzhacke liegt hier bestimmt irgendwo noch rum. Aber viel anfangen kannst du damit sowieso nicht. Naja, was soll's. Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Ich soll mir den Haufen ansehen? Wir haben eine neue Rüstung bekommen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Schutzwaffen 10 und Schutz vor Feuer 5. Zack. Wunderbar. Hat sich da überhaupt was getan an meiner Kleidung? Naja, ein bisschen. Andere Hosen. Wir haben andere Hosen, andere Schuhe. Damit kann man ja schon mal weiterziehen. Hier hauen noch die Schürfer. Die Hacke haben wir auch bekommen. Ich werde das nächste Mal, glaube ich, einfach... Hey du, was schleichst du da rum? Hey du! Was denn? Raus hier! Oh. Hey du! Glück. Aber ich hätte auch gerne die Fresse poliert. Hui! Komm ich da rein? Was machst du hier in der Mine? Ich will da rein. Ich wollte mir nur mal die Mine ansehen. Ja. Du siehst doch, dass die Mine abgeschlossen ist. Also hier gibt's nichts zu sehen. Dann mach die Mine auf. Kann man da gar nichts machen? Was sollte man da machen können? Moment mal, wenn du versuchst, mich zu bestechen, dann bist du hier an der falschen Adresse. Nein, ich wollte niemanden bestechen. Ich dachte nur, ich glaube, ich gehe dann besser. Okay, tschüss. Und wen haben wir hier? Hallo, die Damen? Was scharwinzelst du hier rum? Scharwinzel? Ich sag dir eins, Finger weg von der Tür. Wie wollen wir das haben? Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann lass deine Finger bei dir, sonst werde ich sie dir abschneiden. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Ich geh mal lieber. Ich geh dann mal.
Ich hoffe, wir verstehen uns. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Schürferhose bekommen. Ach, guck. Können wir auch hier in den Klumpen klopfen. Von der Seite. Quasi das in des Schürfers Rücken. Wie lange soll ich denn da hauen? Kriege ich auch was? Oder ist das nur Spaß? Ich weiß gar nicht, ob man hier was bekommt. Oder war das erst in den späteren Teilen möglich? Sieht nicht so aus, als ob ich was bekomme. Ich glaube, hier kriege ich gar nichts. Oh, voll ins Gesicht. Ich glaube, da tut sich nichts. Schürfer. Nee. Gut, die Schürferklamotten haben wir. Und damit müssen wir jetzt zurück zur Taverne. Mal schauen. Achso, und wir brauchen ja noch Äpfel. Drei Äpfel. Kann ich hier vielleicht rein? So. Ganz leise. Psst. Aber hier ist wieder nichts. Schade. Was hast du da drin? Nichts. Tschüss. Du hast da drin. Ich war es nicht. Wir brauchen Äpfel, aber woher? Woher nehmen? Ich speichere mal. Ich will mal was probieren. Ruhig. Wie? Was machst du denn da? Ich wollte ihn ausrauben. Schade, geht nicht. Die haben nichts. Verdammt. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie noch ein paar Golddublonen aus der Hose holen oder so. Hey du! Was? Die richtige Entscheidung. Wie nervös die immer gleich sind. Aus der Tasche, wollte ich sagen. Gesagt ist gesagt. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Dann geh mal. Ja, tschüss.